Ja, liebe Sportclub-Freunde, ich möchte Sie heute zur Pressekonferenz anlässlich des Spieles SC Pfullendorf gegen SSV Reutlingen begrüßen. Und SSV Ulm, sorry. Und will dem Paul Sauter gleich das Wort übergeben. Ja, schönen guten Abend, voller Saal, 3 Punkte in Pfullendorf. Ich glaube, da kann man heute Abend noch was aufmachen. Ja, wenn man das Spiel kurz analysiert, muss man feststellen, dass die Heimmannschaft natürlich gewusst hat, um was es heute geht für sie. Unglaublich aggressiv, Zweikampfverhalten am Anschlag. Aus meiner Sicht auch mal drüber, aber gut, das muss der Schiedsrichter entscheiden. Schauen Sie mal in unsere Kabine rein, da gibt es schon 5, 6 Blessierte, ja, die ihre Knöchel oder sonst was wund haben. Dürfen Sie gleich runterschauen. Aber ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken. Zweikämpfe sind so weit erlaubt, wie sie der Schiedsrichter durchgehen lässt. Und er hat sie dann halt durchgehen lassen. Da haben wir heute Lehrgeld bezahlt, muss ich ganz klar sagen, im Zweikampfverhalten. Auch wenn man dann selber was einsteckt, gibt es Unterschiede. Da habe ich dann auch zu meinem Assistenten, zum Herbert Zanker, gesagt, du, da können wir einen Film machen heute oder das Video uns besorgen und noch ein bisschen dazulernen. Kompliment an die Gastgeber, die haben hier heute eben alles abgerufen, haben durchaus auch spielerische Qualität gezeigt. Also da fragt man sich dann immer, wieso dann immer diese hintere Platzierung. Weil da waren schon über weite Strecken des Spiels auch gute Aktionen, offensiv immer wieder Gefahr, gute, wendige Leute im Offensivbereich und ja, Kompliment. Der Sieg ist also, wenn man dann das eine Tor mit so einem herrlichen Freistoß erzielt, dann ist er verdient. Wir haben leider kein Tor geschossen, was uns jetzt auswärts viel zu oft passiert ist in dieser Runde. Und wir wissen schon, wo hier Mängel sind. Ja, das ist einfach die Torgefahr. Zu Hause haben wir das einigermaßen immer wieder hinbekommen. Auswärts haben wir hier Defizite. Und dann ist der Sieg hier in Pfullendorf. Und ich hoffe, dass die Gastgeber die Liga damit erhalten. Ich wünsche alles Gute, dass wir hier wieder mal kommen. Ich habe jetzt gehofft, dass ich mal wieder in Pfullendorf gewinne. Das ist schon ewig her, vor 20 Jahren angeblich. Da muss ich halt noch ein paar Jährchen weitermachen. Danke erstmal. Ja, danke. Dann gebe ich gleich weiter zum Adnan Sijavic. Ja, guten Abend zusammen. Gut, wir wollten, denke ich, das Spiel schon auch so angehen, dass wir einfach Präsenz zeigen, vor allem in den Zweikämpfen. Sicherlich war es so, dass der ein oder andere vielleicht auch grenzwertig war. Trotzdem muss ich dazu sagen, dass bei unserer Zweikampfführung eigentlich nie eine Absicht dahinter steckt, einen Gegner zu verletzen, sondern wir eigentlich immer auf Ballgewinn aus sind. Das haben wir, denke ich, vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Ja, haben da, denke ich, auch sehr gute Torchancen uns herausspielen können. Aber auch da hat man einfach gesehen, wieso es für uns sehr schwer fällt, einfach Spiele früher zu entscheiden oder einfach ja, Tore zu machen. Ja, da sind wir, denke ich, ja, da müssen wir halt einfach auch besser werden. Ja, so war das Spiel, denke ich, bis zum Schluss trotzdem auf der Kippe, weil Ulm einfach auch befreit aufgespielt hat. Hat man, denke ich, auch gemerkt in ihren Aktionen. Ja, aber wir haben nicht nachgelassen. Das Motto war heute letztendlich, egal wie, Hauptsache gewinnen. Ja, dass dann eine Standardsituation ist, war natürlich ein wunderschöner Freistoß von Schnetzler. Ja, nehmen wir natürlich auch so mit. Ja, wir hätten, denke ich, in der ersten Halbzeit schon einfach für klare Verhältnisse sorgen können. Ja, das ist, denke ich, unser Problem in dieser Saison einfach, dass wir es nicht schaffen, halt frühzeitig Spiele zu entscheiden. Ja, dann ist man einfach immer auf der Kippe. Ja, aber es ist gut gegangen. 3 Punkte, munter putzen. Ja, am Samstag geht schon wieder weiter. Wir haben noch 2 sehr schwere Spiele. Ja, unsere Ausgangssituation weiß ich jetzt zwar nicht, wie die Tabelle aussieht, hat sich, denke ich, trotzdem verbessert. Ja, wir haben noch alles selber in der Hand, die Liga zu halten. Und werden sicher auch in diesen 2 Spielen nochmal alles abrufen und werden versuchen, beide Spiele zu gewinnen. Und dann, denke ich, werden wir auch weiterhin in dieser Klasse bleiben. Danke.
Ja, okay. Gibt es Fragen von der Presse? Das ist nicht der Fall. Gut, SSV Reutlingen war natürlich ein Ausrutscher. Sehen Sie, dass ich halt auch noch unter Strom stehe bei dem Spiel? Logisch. Aber dann wünsche ich jetzt zum Abschluss den Ulmer Spatzen einen guten Heimflug. Ja, ich wünsche euch auch.